Aufgrund des demografischen Wandels ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Pflegebedarf und damit auch mit einem höheren Bedarf an Fachkräften zu rechnen. Deshalb hat bereits im Jahre 2012 die Stadt Oberhausen zusammen mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Pflege die Initiative Pflegeberufe Oberhausen, kurz IPO, gegründet. Der Fachkräftemangel ist besonders in den letzten Jahren uns allen noch einmal bewusst geworden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig und unverzichtbar der Pflegeberuf für die Gesellschaft ist. IPO hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Quote der Menschen, die eine Ausbildung in der Pflege beginnen, zu erhöhen. Außerdem sollen Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende dazu ermutigt werden, eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen. Ein großes Thema sind auch die Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Pflege, über die IPO aufklären möchte. Die Initiative ist aktiv in der Entwicklung von Projekten und Ideen, um diese Ziele umzusetzen. Um das Interesse von Jugendlichen für eine Ausbildung in der Pflege zu wecken und um über verschiedene Einsatzbereiche, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder über in dem Verhältnis gute Bezahlung in der Ausbildung aufzuklären, bietet IPO regelmäßig Präsentationen und Informationsveranstaltungen in den Oberhausener weiterführenden Schulen an und einmal im Jahr die Berufsfelderkundung. Mein Name ist Bodo Kalveram, ich bin Leiter der NRW-Regionalagentur MEO, Mülheim-Essen-Oberhausen, und ich finde IPO gut, weil wir unsere Energie auf eine Branche ausrichten, mit der wir früher oder später alle mal irgendwann in Berührung kommen. Mal mehr, mal weniger intensiv, und von daher glaube ich, was gibt es Sinnvolleres, als sich mit dem Wohlergehen des Menschen auseinanderzusetzen. Von daher toi 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 und alles Gute. Fachkräftesicherung, ein großes Thema in der Pflege. In der Arbeitsagentur haben wir mit vielen Menschen zu tun, sowohl mit Schulabgängern als auch mit Quereinsteigern. Mir ist wichtig, dass wir niemanden zurücklassen, der sich vorstellen kann, in der Pflege zu arbeiten. Und im Netzwerk wünsche ich mir, dass alle Bescheid wissen, welche Qualifizierungen und Ausbildungen möglich sind und wie wir alle Menschen erreichen können. Mein Name ist André Heinz. Ich arbeite am Bildungsinstitut Pflege der AWO hier in Oberhausen. Wir bilden aus zum Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Wir bieten die Weiterbildung an zum Praxisanleiter und Praxisanleiterin und geben auch diverse Fortbildungsangebote. Mein Name ist Manfred Lübcke. Ich leite in Oberhausen zwei Altenpflegeeinrichtungen und bin seit 1981 selber im Bereich Pflege tätig. Mir ist bei IPO wichtig, den Menschen die Pflege nahezubringen, weil ich finde, Pflege ist für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Mein Name ist Monika Hecker. Ich arbeite als Koordinatorin im Übergang Schule-Beruf. Im Übergang Schule-Beruf ist die Berufsfelderkundung ein sehr tragendes Mittel und ich bin sehr froh, mit IPO da einen sehr kompetenten Partner an der Seite zu haben. Mein Name ist Anna Schrobok. Ich bin Ausbildungskoordinatorin bei ASO, Alteneinrichtung der Stadt Oberhausen. Ich bin schon seit ein paar Monaten bei IPO dabei. Was ist IPO für mich? Einfach dieser Zusammenhalt, nicht alleine mit Problemen zu stehen, sich nicht als Konkurrenten zu sehen, einfach Themen austauschen, Probleme, Lösungen zu suchen. Mein Name ist Francesco Catanuso, ich bin Lehrer und stellvertretender Schulleiter der Pflegeschule Duisburg e.V. In dieser Funktion bin ich Mitglied der IPO Oberhausen und seit vielen, vielen Jahren hier tätig. Wir machen regelmäßige Berufsfindungsmessen und stellen den Pflegeberuf den jungen Menschen oder bringen den Pflegeberuf jungen Menschen nahe.